Es war eine ganz normale Giraffengeburt. So gegen 18.30 Uhr haben wir gesehen, dass die Füßchen rausgucken, haben wir die reingeholt und eine Stunde später war die Kleine dann da. Ist es eigentlich gefährlich, wenn die Giraffe aus einer Höhe von 2 Meter runterflug? Nein, erstmal ist sie nicht gefährlich, weil sie ja sehr weiche Knochen haben, Glieder haben. Und man muss sich jetzt so vorstellen, kommen ja erst die Vorderbeine, dann kommt der Kopf und bis nachher der ganze Körper rausfällt, da ist er vielleicht nur noch einen halben Meter. Hört sich zwar immer dramatisch an, aber so schlimm ist es dann doch. Macht natürlich Plumps, man hört das schon. Ne? Wenn jetzt ein blaues Band oder ein rosa Band umlegen? Da müssen wir jetzt ein rosa Band umlegen. Das ist ein Weibchen. Ja. Wie viel wiegt die jetzt? Ich würde mal sagen, die ist 1,70 Meter und die ist so ungefähr so 60 Kilo. Aber die Mutter versorgt sie ordentlich? Die Mutter versorgt sie sehr gut. Beim letzten Mal hat sie es ja nicht gemacht, aber diesmal ist alles in bester Ordnung und wir sind da sehr zuversichtlich. Okay, vielen Dank. Thank you.
Nein.